Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Es gibt neue Sets, die ich heute öffnen möchte. Ich weiß, ich mache sehr oft Pack-Openings, tut mir leid, aber es macht einfach Spaß, auch mit anderen YouTubern zusammen und so. Macht einfach Bock, Packs zu öffnen. Ich kann auch heute noch ein Spiel dranhängen, mal schauen. Auf jeden Fall seht ihr hier, wie immer, derselbe Pullover jetzt seit ungefähr 3000 Videos. Hashtag Hygiene, nein, Spaß. Ich habe einfach die ganzen Videos jetzt relativ schnell ineinander aufgenommen. Und dann wollte ich eigentlich hier zwei Abend machen, aber dann kamen heute tatsächlich nochmal diese neuen Packs raus. Und da müssen wir natürlich reinschauen. Ist ja natürlich eine ganz klare Geschichte. Wir haben jetzt von den Premium-Gold-Sets 10 Stück und dann haben wir noch von diesen Promo-Sets 5 Stück. Ja, meine Mannschaft hat sich auch sehr verändert. Ihr werdet dann sehen, was sich in meiner Mannschaft verändert hat, Leute. Ihr werdet wahrscheinlich auch sagen, Marcel, Chocgüzel-Mannschaft. Ach, kein LAN-Kabel verbunden. Internet ist komplett ausgefallen. Nice. So sind wir wieder, Leute. War irgendwie zu Hause bei uns das Internet gerade weg. Keine Ahnung, was das genau war. Aber wir sind wieder zurück. So. Zack, zack, easy XP, haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Mein Team müsst ihr auf jeden Fall euch noch anschauen, Leute, das ist Fakt, sowie Tatsachen. Deswegen ist, ich glaube, ich mache heute mal alles an den Verein, Leute, weil ich will diese Squad-Builder-Challenges ja wieder machen, ihr habt das ja letztes Mal schon gesehen und dafür ist es natürlich sehr, sehr praktisch einfach, viele Spieler schon im Verein zu haben. Da haben wir den Schlitz, Leute, da haben wir den Schlitz, so. Argentinien, ZDM vom Mailand, das ist Biglia, ein 83er Spieler, jetzt nichts so Besonderes, aber ja, alles im Verein, let's go. Noch 5 von denen und dann noch 5 von den anderen, Leute, die anderen sind noch ein bisschen krasser, glaube ich, wobei die anderen sind ein Mix aus Silberspielern und Goldspielern. Okay, wir kriegen die Anzeigetafeln, ein Italiener, ein ZDM von Rom, oh, das könnte gut sein, oder? De Rossi, ja, leider auch nur 83. Kann man nichts machen. Gib mir nochmal Schlitze, komm. Ich liebe diesen Moment, wenn diese Schlitze kommen. Das ist der beste Moment des Tages, Alter. Ne, diesmal nicht. Non-Rare sogar. Ah, alles klar. Das heißt, alle von diesen Spielern in diesem Set sind Non-Rare. Nicht schlecht. Alter. Allen Verein. Einen haben wir doppelt. Let's go. Komm, schon letztes von denen jetzt hier. Gib mal einmal was. Gib mal jetzt vernünftig. Komm, gib mal vernünftig. Ne, kein Schlitz mehr in diesem Set. Okay, zwei Schlitze hatten wir jetzt schon. Aber beide 83er Spieler gewesen. Also echt nicht so der Rede wert. Hm, alles im Verein. Der kommt weg. Okay, jetzt kommen wir zu den, glaube ich, interessanteren Sets. Und zwar zu diesen hier. Davon kann ich 5 Stück nehmen. Jeweils 250, ein Elektrum-Set. Also gemischt Goldspieler und Silberspieler. Da bin ich auch mal gespannt, was das jetzt genau heißt. Oh, ein schöner Schlitz ist das doch. Zack. Sehr gut. Ja, Koulibaly, okay. Ja, der geht für ein bisschen was. Das ist doch in Ordnung. Der geht auf jeden Fall für ein bisschen was. So. Der kommt auf die Transferliste. Rest in den Verein. Und der kommt weg. Ah, da hätte ich gerne einen Schlitz gehabt. Wie gesagt, ein Spiel gibt es heute auch noch. Also heute nicht nur Packs. Klar. So. Aber für Squad-Builder ist es halt perfekt, diese Packs. Also da werde ich auf jeden Fall Squad-Builder schön was mitmachen. Und Squad-Builder finanzieren natürlich dann wieder so das nächste Pack-Opening. Also besser geht's gar nicht. Jetzt gib nochmal die Schlitze, komm schon. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ein Set haben wir dann noch. Toni Sosa, Toni, Toni Sosa. Komm, noch einmal Schlitz. Komm schon. Ach nee. Ja, okay, die Sets waren jetzt echt nicht so toll. Wir hatten zwar dreimal Schlitz, aber hat irgendwie nicht so viel gebracht. Raphael. Ach komm, Leute, wir ziehen die anderen Sets auch noch runter, natürlich. Muss sein. Easy XP wird erstmal geskippt, das erste. Zack. Gucken wir mal, was das ist. Heute machen wir alles im Verein, Leute. Heute kennen wir nichts. Okay, Müller. Müller muss heute einfach mal was geben. Komm, Müller, gib jetzt einfach mal den Schlitz. Nee, leider nicht. Aber Rare-Spieler bekommen wir und es ist am heutigen Abend Slimani. Sammy Slimani einfach im Pack. Herr Tutorial. Nice auf jeden Fall. Komm schon, bitte, bitte, gib mir noch einen Schlitz, gib mir noch einen Schlitz, komm. Jawohl, ich krieg sogar noch einen, geilo, Alter. Mané, oh, das ist doch nicht schlecht, oder? Mané, 84er, ist doch nicht schlecht. Der hat auf jeden Fall gute Werte. Der müsste doch ein bisschen was wert sein, oder? Ich meine, klar, jetzt nicht die Ultra-Werte, aber schon. Nein, oder? Der ist doch nicht... Oh mein Gott, als ob ich hier im letzten Pack noch einen ziehe, der über 100k wert ist, Leute. Ich kann nicht mehr. Wie geil ist das denn, Alter? What the fuck, Mann? Alter, ich kann nicht mehr. What the fuck? Okay, Alter, gucken wir nochmal, wie viel der wert ist. 115 habe ich jetzt eingesehen, 117. Ja, für 110 müsste man den
loswerden oder so 109. Alter, das ist ja zu gestört, Mann. Holy fuck, Alter. Als ob ich den jetzt noch gezogen habe, Mann. Alter, unglaublich, wirklich. Nochmal schön 100k rausgeholt, ey. Zack, zack. So, Leute, ich zeige euch kurz mein Team. Und zwar sieht es folgendermaßen gerade aus. Ist schon wieder der nächste Tag angebrochen im Übrigen. Ja, also es sieht gerade so aus. Ich habe mir Suarez und Bale geholt. Dafür musste ich zum Beispiel Sergio Ramos verkaufen. Deswegen steht jetzt gerade der Typ hier, aber nur, weil ich noch nicht den neuen Ramos mir holen konnte. Ich habe Heckler gehabt, deswegen konnte ich mir Suarez und Bale holen. Bale wollte ich immer mal in meinem eigenen Team haben. Und ja, für Sergio Ramos fehlen jetzt gerade noch ein paar Münzen leider. Ich habe gestern Nacht auch voll viele Spiele gemacht, so oft aufs Maul bekommen, immer 90. Minute Gegentor. Also es war wirklich noch nie so wie gestern so. Es war so gestört, sowas habe ich noch nie erlebt. Machen jetzt mal ein Testspiel, hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Also wie gesagt, das war gestern wirklich, das war so gestört, Leute, wirklich. Ich bin der Meinung, ich kann das Spiel mittlerweile, aber trotzdem hat es einfach nicht funktioniert so. Unglaublich eigentlich. Im Übrigen King Power, bei irgendeinem King Merch habe ich das Trikot. So, gucken wir uns mal seine Mannschaft an. Gegen was spielen wir jetzt hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Ey, das ist nicht normal. Guckt euch mal an, wie gut das Team ist. Aber Hauptsache Asensio hat er als Stürmer. Okay, krass, Mann. Alter, Leute, ich spiele nur gegen Geisteskranke in Liga... In fucking Liga 7, Alter. Ich habe den Aufstieg nicht geschafft beim letzten Mal. Wegen 3 Toren in der 90. Das war so gestört, wirklich. Ich wollte eigentlich heulen gestern. Guck mal, Gamero läuft einfach nicht los. Der wartet. Der läuft nicht los. FIFA 18 fickt meinen Arsch so hart, Leute. Griezmann. Gamero. Suarez. Bisschen Zeit reinbringen. Auf Griezmann. Auf Carrasco. Der in die Mitte. Auf Suarez. Das ist das 1:0. Sehr schön. So muss man das spielen. Dann funktioniert es auch in FIFA 18. Ich glaube, Suarez hat jetzt in 5 Spielen schon 10 Tore oder so. Also der macht hier auch seine Tore. Der ist auch einfach stark vorm Tor. Aber auch so oft wird bei mir, packt der Keeper bei mir die kranksten Paraden überhaupt aus, Leute. Ich habe so kranke Sachen schon erlebt. Gamero. Oh Gott, das ist mein Innenverteidiger mit 78 Rating. Der kann nicht schießen. Ja, wow. Und der spielt auf den anderen Innenverteidiger. Und jetzt werde ich ausgekontert. Ich nehme die Grätsche, Alter. Ich nehme die Rote, ist mir egal. Auch in der 29. Ich krieg sogar nur gelb, Alter, was für ein Glück. Ja, und genau dafür kriege ich dann trotzdem das Tor. Wegen dem Freistoß. Ah, Sepenya, ich muss FIFA lernen. Mal wieder meine üblichen 32% Ballbesitz am Start. Mehr habe ich nie. Ja, und leider kassiere ich das 1:2 natürlich noch in der 45. Spielminute, so wie das sein muss. Noch einen irgendwie reinbringen und nochmal hoffen irgendwie, jawohl, 5 out, komm, ja. Mit 1:2 gehen wir leider in die Pause. Ja, kann man nichts machen. Es ist morgens, ich spiele mein erstes Match und habe so Hass. Das ist nicht normal, Leute, das ist nicht normal, ehrlich. Ich weiß schon, warum ich FIFA immer irgendwann wieder in den Schrank packe, Alter. Der Hass bei dem Spiel ist so unbeschreiblich groß, ey. Vor allem, wenn man auch noch scheiße ist, so wie ich. Ich habe den Ball diese Halbzeit noch nicht ein einziges Mal in Besitz gehabt. So, Suarez mal. Jetzt kann er den vielleicht mal durchstecken. Jawohl, auf Bale. Und der macht ihn natürlich nicht rein. Bei mir darf so ein Ball... Also, diese Tore mache ich nie, egal was ich mache. Ob ich R1 mache, ob ich es nicht mache. Allein auf dem Torwart ist bei mir safe kein Tor, Alter. Und es ist mir auch egal, dass er mit einem schwachen... Ne, es ist sogar nicht was ein schwacher Fuß gewesen. Den muss er einfach machen, Alter. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass er den nicht macht. Alter, das ist unnormal, Mann, Kanté, Digga. Wieso kannst du so am Ball bleiben, Alter? Wie machst du das? Erzähl's mir bitte, wie du das machst, Mann. Mann, immer die auf realistisch spielen, Digga. Ich weiß doch, dass du X hast, Mann. Dieses Pause angemeldet, das fuckt schon so ab, das einfach zu wissen, dass es gleich eine Pause gibt, ey. Die Pause gibt's, nachdem ich ein Tor gemacht habe. Ja, das war viel zu weit, Mann, Gamero. Deswegen willst du, dass ich Depressionen kriege oder was machst du für einen Abschlag? Ei, das ist unglaublich, Mann. Guck dich das an, wo soll ich hinspielen? Guck euch das an, bei ihm wäre der so 100 pro drin gewesen. Ich brauche gar nicht drüber nachdenken. Oh Mann, diese Pause angemeldet regt so auf, Junge. Lass es doch sein, Mann. Seitdem gab es keine einzige Spiel. Jetzt macht er ihn, ne?
Ey. Ter Stegen, hast du die Zeit oder was? Hast du die Zeit? Sag's mir mal, hast du die? Anscheinend ja schon, oder? Ja, was soll ich machen, Mann? Ich spiele auch sehr offensiv, Alter. Doch nicht dahin, sondern unten, Mann. Unten. Lass es doch sein. Alter Gamero, willst du, dass ich dich auswechsel oder was? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da.